Heute zu Gast Peter Gauweiler mit seinem Buch Evangelisch in Bayern. Herr Gauweiler, was hat Sie denn inspiriert für dieses Buch? Ich habe in meiner Kirchengemeinde einen Vortrag gehalten über das Evangelische in Oberbayern. Und dass das nicht eine preußische Sekte ist, die im 19. Jahrhundert zuwanderte, sondern dass seit der Reformation und wenn man es ganz genau anschaut, sogar noch davor, klassisches reformatorisches Gedankengut bei uns in Bayern zu Hause ist. Das wollten Sie zeigen mit diesem Buch? Das habe ich in einem kleinen Vortrag gemacht. Aha. Und dann habe ich die Evangelische Landeskirche eingeladen, aus diesem kleinen Vortrag ein kleines Buch zu machen. Und was bedeutet für Sie evangelisch sein? Was ist damit alles verbunden? Ich habe es mal mit einem Bild übersetzt. Evangelisch in Oberbayern, das ist, Oberbayern ist wie ein großes Festmahl. Und auf dem Festmahl, reich gedeckter Tisch, da liegt noch ein kleines Vollkornbrot. Mhm. Das sind die Evangelischen. Ich selber kann ohne Vollkornbrot nicht leben. Das heißt, das Würzigste oder das Schönste oder... Ein Gegengeschmack. Ein Gegengeschmack. Aha. Ein Gegengeschmack, der dem Gesamtmahl das gewisse Etwas gibt. Hervorragend ausgedrückt. Alles richtig gemacht. Ich danke Ihnen. Ja, auf Sie wartet das Publikum. Ich wünsche uns einen wunderschönen Abend. Danke. Vielen Dank Ihnen. Danke. Ciao. Ciao.